Ja, und mit diesem Bild von uns als epischer Feldherr, als Anführer über diesen Haufen von wilden Kriegern, ja, begrüßen wir euch zurück zu Let's Play Arctwind. Wir sind hier in Sag lieber nur Truntelur. ein Haufen von Wilden. Ja, man sieht echt die Muskeln, die prallen da, das geht gar nicht mehr, die platzen ja schon fast schon vor Muskeln und vor purem Kampfeswillen hier. Man sieht ja schon daran, wie sie dastehen, dass sie richtig bereit fürs Kämpfen sind. Ja, Ja. auf jeden Fall, wir sind hier in Truntelur, irgendeiner Festung scheinbar hier, kurz vor Anduril. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Anduril, um Arct den Rest zu geben. Und ja, wir gucken jetzt mal, dass wir hier irgendwie hoffentlich das schaffen, denn es kann sein, dass es Probleme geben wird. Vor uns liegt Anduril, ja. Es kann jetzt nämlich zu Cool. Problemen kommen. Ja, Wir hoffen leider. einfach mal, dass es das nicht kommt, denn letztes Mal war das ein klein bisschen ein Aufwand, das zu fixen. Und ja. Vor allem, weil wir es irgendwie, wir haben es aber auch irgendwie auf eine sehr seltsame Weise gefixt, muss ich ja sagen. Plötzlich wurde auf uns geschossen. Wir sollten zurück zur Burg, um die Lage von dem Wall aus zu beobachten. Spannung, los, los, renn, renn! Spring, spring, renn, spring, spring! Am Ende erwischen sie uns. Junge, pass Bitte, auf! bitte, bitte, funktionier! Ja, was? Das war's doch, oder? Ja, Das ja. war's. Das war der Moment. Wir haben's geschafft, oder? Oder kommt das erst später? Wir sind noch nicht mal, Nee, ich noch keine weiß Feierlaune. nicht. Noch keine Feierlaune. Wir sind einfach nochmal neutral hier. Soldat, wer Okay, bist du ja. eigentlich? Ich glaube, uns sind noch nicht vorgestellt worden. Ich bin Soldat oder so. Schön. Warum sind hier auf einmal Soldaten? Was ist hier los? Und warum redet keiner mit uns? Ich habe gerade statt aller Manne irgendwie Abschaum gelesen. Warum, was sind das für Leute hier? Warum sind die plötzlich da? Ich weiß es nicht. Und Das warum? ist aus dem Nichts. Ja, Guck mich nicht so an, Junge! keiner redet mit uns, wir können nicht in den Betten schlafen, würde ich auch nicht, bei dem Regen. Ich meine, ja gut, der Kalif bzw. Sultan, der schläft ja auch jeden Abend Ja, aber mit das Regen. ist auch eine Art Meditationspraxis. Er ist ein Gelehrter. Übrigens, die Framerate ist gerade dabei, sich zu verabschieden. Oh ja, cool. Oh, ich seh's. Boah, hier ist schön. Tagebuch wurde aktualisiert. Es hat den Anschein, als bereite sich Enderol auf einen Angriff vor. Ich sollte in Deckung gehen. Vor allem jetzt auf einmal erklärt er uns alles übers Tagebuch. Das finde ich auch interessant. Vorher nie irgendwie und jetzt auf einmal schon. Beziehungsweise, ich glaube, irgendwie der Angriff fehlt, oder? Müsste hier nicht alles brennen? Genau was. Bogenschütze. Ja, okay, Anduril bereitet sich jetzt auf einen Angriff scheinbar vor. Toll. Ja, die Oh. bereiten sich vor. Passiert was? Es passiert irgendwie gar nichts. Vielleicht Ach, sollten wir dieses Gebiet ist schlafen so gehen oder so. geil. Dieses Gebiet ist Ja. so geil. Es ist geil. Es wäre richtig geil. Der Punkt ist einfach, dass es so abgefuckt ist, weil es so geil ist. Da haben sie was versucht umzusetzen, was schwierig wurde. Soldat, ruht euch besser aus, Valo. Der Kampf könnte Siehst du? fürchterlich werden. Wir müssen einfach Ja. warten. Ja. Ja, ich glaube, wir sollen in einem der Betten schlafen. Bei dem Regen. Ja. Verdammt nochmal, wie aktiv... Ja, ja gut. Ach, einfach mal einen ganzen Tag lang. Aber ich glaube, wir haben schon den Bug überwunden. Die Kriegsherren haben euch geweckt. Anduril! Ich glaube nämlich, jetzt fängt erst das Problem an, das wir haben werden. Ich glaube nämlich, dass davor war noch nicht das... Liebe Leute, es tut uns jetzt schon vorab leid für die Frame-Einbrüche. Es wird abartig werden. Es wird ekelhaft werden. Wenn wir das hier durchstehen, dann haben wir alles geschafft, Vielleicht haben glaube die ich. das hier in Anduril ja nochmal gebaut. Nur halt, das ist nicht funktionierend. Scale Parameters for Magic Effects Feuerschaden am Bett. Und es fängt an. Nachdem ich von den Trommeln erwacht war, eilte ich zur Mauer und sah das Genau die. gelawaltige Heer, das sich versammelt hatte. Das ist ein altes Wort für furchtbar. Sicher 1000 Krieger standen dort vor unseren Toren, um uns zu vernichten. Also ich kann zwar nicht zählen, aber... fick dich mit den Bettparametern. Yes to all. Die versuchen uns mit Feuermagie zu beschießen, aber das Programm hat was dagegen. Ja, es Ach du ist dumm. Scheiße, fehlt da die Wand auf einmal? Also man muss sagen, zu manchen Situationen ist Arctwind wirklich schon ziemlich cool. Ja, und Äh, die so, ja, und wir Klemmer. sind jetzt, glaube ich, auf dem Weg, um die anzugreifen, oder? Ja. Hat irgendeiner was zu sagen dazu? Doch, dir. Jo, was geht? Willst ne Kippe? Komm, gucken wir mal, was da passiert, ne?
aus. Wir sind gerade. Wir machen gerade hier. Das ist gerade furchtbar. Spannung, Leute. Spannung. Vorwärts für uns selber. Das ist auch so schön. Wir sind sowieso der Kaiser. Das heißt, jeder Schlachtruf, den wir machen, ist im Endeffekt sowieso für uns selber. Oh, ich höre eine Explosion aus dem Gebirge kommen. Ich muss auf die Welle zu. Oh Mann, ich wollte gerade aus dem Tor raus. Ja, hoch von drunter. Könnte ich bitte irgendwie an euch vorbei, ihr... Junge, lass mich vorbei, siehst du, ja. Guck mal, wie gut. Ich hoffe, jetzt kommt nicht schon wieder Bad-Feuerschaden. Ja, Bad-Feuerschaden. Oh Gott. Komm schon, hier, bitte funktionier, Spiel. Ey, wir haben hier 16 Frames, normalerweise haben wir 30. Oder 60. Ich glaube sogar standardmäßig 60. Ganz ehrlich, 16 Frames sind gut bei Runden. Mauragin hat es tatsächlich fertig gebracht, den Damm zu sprengen. Ist er tot? Ja, die Lavamassen begruben die untote Armee unter sich. Jetzt ist die Stunde unseres Sieges gekommen. Haben wir überhaupt gekämpft? Oh, die brennen. Ich wäre ja am liebsten mal hingegangen, um zu gucken, ob wir die nicht per Hand hätten kaputt machen können. Ich glaube nämlich, jetzt ist das eigentlich ein Problem, weil wir nicht um das Feuer drum rumkommen oder sowas. Irgendwie sowas war. Da war, also ich weiß noch, dass es irgendwas mit Feuer zu tun hat. Also zur Erklärung, es geht darum, dass wir per Hand eventuell nicht cheaten in dem Sinne, aber spezielle Befehle eingeben müssen, damit das Spiel weiter funktioniert. Also dass wir überhaupt weiterkommen können in der Story. Wir hoffen mal, dass es nicht... Ja, das ist hier und die Framerate ist schon wieder. Ja, Bad Feuerschaden, ey. Oh Mann, ich sehe nichts. Ich glaube, das sollen wir nicht machen, was wir gerade machen. Egal, okay, die Soldaten stellen sich den. Ja, und Kalisto läuft mal mit, ne? Jo, erstmal chillen. Ich glaube, wir lassen die Crowd einfach mal hinter uns, die ganzen Fangirls, die uns hier... Ich meine, als LP, da bist du halt so fame, da musst du teilweise... Das sieht irgendwie geil aus, dieses Wein. Ja, ich weiß, das könntest du als moderne Kunst, ich sehe nichts mehr. Ja, ja, sag ich ja, modern. Bad Feuerschaden, Mann. Da ist uns irgendwas ins Gesicht gelaufen, wir ignorieren es einfach mal. Ich glaube, das war Kalisto, der uns entgegenkommen sind. Nein, das sind Alps oder Arcs oder keine Ahnung. Arps. Ja, ja, Arps, glaube ich, war es, ja. Können sich Drogger leisten. Ja, Drogger waren zu teuer. Und die waren auch schon ausgebucht, die sind alle in Skyrim bzw. Solstheim. Ich meine, man braucht ja auch nicht immer die Markenartikel, das gehen halt ja, da, auch die Arps. Da gehen auch mal die etwas billigere Waren. Und ganz ehrlich, Leute, es schmeckt für, es ist für was? Ja, scheiße. Ich glaube, das sollte ja offen sein, oder nicht? Ja, ich glaube, wir sind an dem Punkt, an dem das eventuell... Ah, nee, hier geht's weiter, okay. Alles in Ordnung, oder? Ja, nee, ich glaube nicht. Okay, gut, da ist gerade irgendwie Wand weggespawnt. Also, die war eben da und jetzt ist sie weg. Oh, der hält, glaube ich, viel aus, oder? Okay, er hält mehr aus als seine Freunde. Ja. Was bist du denn für einer? Du bist ein... eine verstorbene Torwache und du trägst... Ah, stimmt, die Torwachen waren schön. War nicht jedes Tor, was jetzt weg müsste? Ich meine, verliert. War das nicht irgendwie das Tor, aus dem wir kamen? Also ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie damit zu tun hatte, dass wir zurück wollten. Ich weiß es nicht. Keine Kann auch sein, dass wir sowieso nochmal zurück müssen. Wir sollten uns mal heilen, ansonsten sterben wir mal. Das wäre schlecht. Wir können nochmal den richtigen Helm wieder aufsetzen. Ja, sieht auch irgendwie besser aus als dieses. Haben wir irgendwie viel... Ah ne, wir haben eine Schulterplatte. Okay, das sah nur so aus. So nah, ja. Also ich weiß nicht, also irgendwas müsste offen sein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das jetzt richtig ist, was wir machen. Ich hoffe auch. Jetzt ist die Stunde unseres Sieges gekommen. Ja, das klingt doch danach, als sollten wir stürmen. Und ich meine, die Soldaten reden eh nicht mit uns, außer irgendwie darüber, dass sie... wer wir sind und hallo Fremder und so, also... An den Teil kann ich mich jetzt übrigens nicht mehr erinnern, also überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht mehr. Es gibt noch eine Stelle, die ich weiß, aber wenn ich die verrate, dann spoilere ich wieder was Episches. Ja, dann lass das mal. Ja, ja, oh, aber das sieht gut aus, das sieht gut aus, das Gebiet hier. Das finde ich auch so schade, teilweise das World Design ist richtig genial, aber die haben halt relativ wenig teilweise daraus gemacht. Ja. Man muss nicht so viel, das Problem ist, du brauchst nicht so viele epische Begebenheiten. Nimm lieber wenige, aber dafür bau die auch richtig aus. Also das ist die sind dann halt richtig episch, auch im Detail. Aber man muss sagen, das ist hier richtig gut gemacht. Ja, außer halt dieses schwebende Motor, gut, das sowieso schon wieder despawned ist. Das ist scheint halt irgendwas mit den Farlands zu tun, dass die Farlands irgendwie falsch dargestellt werden. Also das kann sein, dass das ein Modfehler ist und nicht jetzt Arctwind-mäßig. Wir spielen ja immer noch hier mit Mods. Aber man muss immer noch dazu sagen, ganz ehrlich, es ist eines der epischsten Amateurprojekte, die ich
die gesehen habe. Ja, wobei mittlerweile sind das keine Amateure mehr. Damals waren es teilweise ja, noch welche, aber damals... Ja, ich meine, zu der Zeit denke ich schon. Mehr oder weniger, ja. Also bei Nering ist schon eine andere Geschichte und jetzt sowieso. Aber vor allem, was da teilweise für Sprecher sind. Ich habe mir das mal angesehen. Ich kenne das Forum, wo die Leute von, oder zumindest eines der Foren, wo die Leute von Shura.ai die Sprecher suchen. Also eines habe ich gefunden. Und wow. Das ist so krass, was diese Leute haben. Die haben so Mikrofone, die so 800 Euro kosten oder so. Hm. Naja, das sind aber auch schon bekannte Stimmen dabei, also. Ja, ja, natürlich. Nee, wenn ich das jetzt sage, dann spoilere ich, das ist schön. Okay, da sind bekannte Stimmen dabei, besonders eine, die ich jetzt nicht näher erläutere, weil dadurch würde ich spoilern, okay. Die ich halt ziemlich genial fand. Also, das war einer der Sprecher, die ich auch aus irgendwelchen anderen Geschichten sogar kannte, also jetzt außerhalb des Gaming-Bereichs. Ich weiß nicht mehr genau, woher ich den kannte, aber der war schon ziemlich cool. Wir sind in der Enderworld-Zitadelle. Muss mir nach der Folge sagen. Ja, mach ich dann. Wir sind jetzt in der Enderworld-Zitadelle, man sieht mal wieder alles. Ja. Wir könnten eine Fackel rausnehmen, weil das Schild brauchen wir eh nicht. Ja doch, wir müssen hier blocken, ansonsten sterben wir doch. Ist nicht... Aber heilen könnten wir uns trotzdem mal. Ja, so 300, 400. Fallen wir noch wieder unter die Hälfte und dann kriegen wir vielleicht irgendwo eine kleine Arme. Nehmen wir mal eine Fackel irgendwie. Und ich meine, wir müssen gut auf dem Catwalk aussehen. Ja, ich meine, wir sind Kaiser. Das sind ja alles unsere Untergebenen. Wir sind Boss. Ja, nee, wir sind nicht nur Boss, wir sind hier Bosskaiser. Der Sultan gehorcht uns, Mann, der Sultan. Und du hast ja gesehen, was der für einen Palast hat. Ja. Palast, das dazu überhaupt Palast zu sagen. Das hatte nicht mal ein Dach, das Gebäude. Ist das Absicht? Das muss Absicht sein. Das ist nicht. Das ist halt Absicht. Auch sowas, was mich bei Actwind immer stört. Die Innenräume sind so leer. Das ist so. Ja, die Außenräume sehen awesome aus. Das ist so irgendwie teilweise, das hat man das Gefühl, das ist ein bisschen. Bisschen einfach entweder nur da hingesetzt wurde, um episch auszusehen und dann halt nicht weiter ausgebaut wurde, weil davon ausgegangen wird, dass die Leute halt da linear langlaufen. Ja. Oder irgendwie, dass das irgendwie mit Zeitdruck zu tun hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Zeitdruck zu tun hat. Also. Ich denke, es gibt halt irgendwo einen Punkt, da willst du es jetzt fertig machen. Also, ja, natürlich. Das kennt man ja, weißt du, natürlich, du kannst... Ich denke, bei Enderil wird es genauso sein, weißt du, die könnten da jetzt noch 10 Jahre arbeiten. Also bei... Wenn man jetzt mal fair ist, also die Release-Verschiebung von Nerim, von irgendwie 2007 oder was weiß ich nicht, wann die das erste Mal releasen wollten und dann, wie hier sehe ich, das verschoben hat, also das ist schon ein bisschen, ne? Ja, natürlich, aber ich meine jetzt, du bist halt nie an dem Punkt, wo es wirklich perfekt ist, weißt du? Man muss aber auch sagen, Nerim hat mehr Content und ist auch ein bisschen größer und ausgearbeitet. Ich denke, aber auch in Nerim gab es Fehler, weißt du? Ja, natürlich. Es gab auch in Nerim Plätze. Allerdings, da muss man dazu sagen, haben die sehr gut nachgepatcht. Also, ja, genau. Der Punkt ist nur, die Sache ist halt, du gibst es halt an einem gewissen Punkt frei und klar musst du noch ein bisschen nachpatchen, weil sonst bist du ja Jahrzehnte unterwegs. Solange du es nicht viel zu früh raushaust, wie zum Beispiel EA. Oder EA, gutes Beispiel, oder noch besseres Beispiel ist ja immer noch das beliebte und wunderbare und tolle, die ersten zwei Teile waren awesome, Gothic 3. Und, oder noch besser, ein Freund von mir sagte, ich liebe diesen Satz, ein Freund von mir sagt, in dieser Erweiterung, das war doch eine Erweiterung, oder? Fang nicht mit Götterdämmerung an. Fang echt nicht mit Gothic 3 Götterdämmerung an. In wirklich Götterdämmerung nicht. Nein, nein, sprich das nicht aus. Die ganzen Bugs, die sie ausgebessert haben, haben sie da eingebaut. Nur damit die nicht verschwendet werden. Götterdämmerung ist das Schlimmste. Wirklich schlimmste Add-on, das es zu einem Videospiel gibt. Und da kann EA machen, was sie wollen. Das toppen die nicht mehr. Das war furchtbar. Das war richtig furchtbar. Was so man auch so richtig furchtbar ist, ist ja auch, man muss ja dazu sagen, dass die Leute waren richtig enttäuscht von Gothic 3 am Anfang und dann legen die sowas nach. Also ganz ehrlich, wie dreist muss eine Spielefirma sein? Und man weiß ja auch, im Nachhinein haben sich ja Blue Byte und Dings getrennt, also man fragt sich nur warum. Ja, muss auch sagen, dann Gothic 4. Welches meinst du? Oder das dieses Arcania-Ding, das Arcania. Kein Gothic ist? Ja, also, nicht richtig.
Du weißt, das ist furchtbar. Das soll noch schlimmer sein, das habe ich gar nicht. Also ich hab's, aber ich hab's noch nicht gespielt. Also die Sache ist, es soll, ja, es soll zumindest nicht so verbuggt sein. Ja, aber schön. Aber es soll halt vom Stil her nicht mehr geil sein. Ich finde es so, man hat aber auch gesehen, da sind die, ganz ehrlich, das ist so ein bisschen aus den Gedanken verschwunden, sag ich mal. Weil Gothic 1, Gothic 2, endlich kommt Gothic 3 und man denkt, ja, vielleicht wird's noch was, dann kriegst du nochmal richtig in die Fresse. Ich muss aber zu der Gothic, ja, sprich weiter. Aber über Kenya, da redest du auch nicht mehr, weißt du? Nee. Ganz ehrlich, die Sache, über Gothic 3, da redest du noch, weil es halt so schrecklich war. Nee, aber Gothic 3 ist, also da muss man, also Gothic 3 muss man, also jetzt ohne die Erweiterung, muss man schon sagen, also Punkt 1, der Soundtrack ist nicht nur awesome, der Soundtrack ist mehr als awesome. Ja, das ist einer der modernen, besten Gaming-Soundtracks, die es jemals gab. Das muss man sagen. Der nächste Punkt ist halt, dass Gothic 3 trotzdem, und ich muss sagen, ich habe das Spiel gemocht. Also ich habe es zu einem Zeitpunkt gespielt, zu dem es schon gepatcht wurde. Also bei mir sind nicht die Wölfe durch Wände geflogen, die Questgeber in im Boden versunken oder sowas. Solche Spielchen gab es bei mir nicht. Und ich muss sagen, ich hab's relativ genossen, nur das ist halt auch eine der, also ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, also wenn ihr jetzt irgendwie noch nicht Gothic 3 gespielt habt oder sowas, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall eine der Sachen, die ja auch übernommen wurde, quasi als so ein, quasi die Metapher, das beste Beispiel überhaupt, um schlechtes Main-Quest-Design darzustellen, ist ja die Geschichte mit Xardas, die ist ja sehr umstritten am Anfang. Ja. Man wird ja quasi jetzt weghören, wenn ihr es noch spielen wollt. Man wird ja quasi in die Welt reingeworfen und dann wird gesagt, such mal Xardas. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem man Xardas gefunden hat, ist man durch die gesamte Welt gelaufen. Mehrfach. Der ist am Arsch der Welt und zwar buchstäblich. Und danach ist seine Rolle auch relativ. Also wirklich da war relativ. Jemand. Ja, das war Jako. Ah, das war Jako. Und sein Helm ist mittlerweile kaputt. Okay. Ahoi, Valo! Auf jeden Fall... das ist halt, aber ansonsten muss man sagen, ich hab's gerne gespielt. Also es wäre schön gewesen, wenn sie es weitergemacht haben. Und um jetzt mal das Thema abzuschließen, Risen 2 hat auch relativ schlechte Kritiken bekommen. Das ist ja eher so ein Piraten-Setting, aber dazu muss ich sagen, das habe ich auch gemocht. Risen 1 war so lala, aber Risen 2 war für mich wirklich ein sehr gutes Spiel. Man muss aber so dein Endstatement. Ganz kurz, bei Risen muss man aber dazu sagen, dass du hattest natürlich gewisse Erwartungen. Die einfach, ja, ich denke, dass manche einfach deswegen enttäuscht waren. Ne, das Ding mit, ich war ja nicht enttäuscht von Risen, ich fand einfach nur das Quest-Design und Handlungsdesign flach und den Plot ein bisschen vorhersehbar, egal. Aber ich egal denke, jetzt. So. Einfach wegen den Erwartungen. Jedenfalls. So, wir sind jetzt hier vor irgendjemanden, vor einem leuchtenden Tor und wer das genau ist und warum wir immer noch eine Fackel ausgerüstet haben, obwohl es hellichter Tag ist, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, Leute. Ciao. Macht's gut.